Bei meinem Pocket Bike ist leider der Seilzugstarter abgerissen. Sind wohl auch nicht dafür gemacht, lange zu halten. Jetzt bauen wir den mal aus und einen neuen wieder ein. Wird schon nicht so schwer sein. Hab noch nie an so einem Teil rumgeschraubt. Jetzt ist er ab. Das neue Teil. Ja, ziemlich billig gefertigt, aber wenn es funktioniert, soll es mir recht sein. Schrauben wieder rein. Dann haben wir das Ding ja schon gewechselt. Oh weia, wir haben aber gute Fertigungstoleranzen. Ja gut, was will man erwarten für 10 Euro? Ich muss mal die obere noch mal rausschrauben. Irgendwie wieder die obere reinbringen. Schon ist der Starter gewechselt. Geht auf jeden Fall.